Die wichtigsten drei Klimaschutzziele. Natürlich der Kohleausstieg bis 2030, der Umstieg auf Erneuerbare. Wir brauchen viel mehr Photovoltaik, wir brauchen viel mehr Windkraft. Aber was ich persönlich auch total wichtig finde, ist die Wiedervernässung von Mooren und das Ausweisen von Moorschutzgebieten. Meine Aufmerksamkeit verdient hat der Spatz. Der gehört zwar zu den sogenannten Allerweltsvogelarten, aber im Gegensatz zum Rotkehlchen hier, das Vogel des Jahres geworden ist, braucht auch der Spatz auf jeden Fall unsere Aufmerksamkeit und überhaupt auch Vögel, die teilweise in der Stadt leben, die keine Möglichkeiten mehr zum Nisten finden, die teilweise vor Steingärten stehen und eigentlich Hecken brauchen und naturnahe Gärten. Und ja, gerade diese Vögel brauchen unsere Aufmerksamkeit und brauchen vor allem auch echten Naturschutz und wieder Hecken und Möglichkeiten, um Insekten zu fangen. Wo erlebe ich zerstörte Lebensräume? Zum Beispiel direkt vor der Haustür am Hümmerich in Gummersbach, wo letztes Jahr einer der großen Waldbrände stattgefunden hat. Was kann man dagegen tun? Zum einen der Natur Ruhe geben, um dort wieder zu wachsen. Zum anderen müssen wir aber auch schauen, dass wir nicht Monokulturen wieder aufforsten. Auch im Oberbergischen gibt es Landgrabbing, das heißt Großinvestoren kaufen hier Land und Wald an. Und da müssen wir kommunale Rückkaufaktionen starten und müssen auch Genossenschaften wie zum Beispiel die Waldgenossenschaft in Remscheid stärken, die den Wald auch für unsere nachfolgenden Generationen erhalten möchte.